Thema heute Adventskalender. Die Mütter unter uns kennen das vielleicht, der ewige Druck, ja, wie mache ich den Kalender dieses Jahr? Und ich habe wirklich alles durch, selbst gebastelt, selbst befüllt, mit Schokolade, ohne Schokolade. Und ich bin inzwischen zu dem Entschluss gekommen, nee, mache ich nicht mehr. Die Kinder sind zum einen groß und zum anderen haben sie das sowieso entweder schon von vornherein gelehrt oder sie hatten hinterher 1000 Kleinigkeiten, die sie dann doch nicht so toll fanden. Und deshalb heute ein kleines Potpourri an verschiedenen Adventskalendern. So, wie man hier sieht, habe ich mich dieses Jahr dazu entschieden, für meine Jungs diesen Adventskalender zu kaufen. Weil ich weiß, sie wollen einen haben. Nun denn, dann bitteschön. Für meine Tochter. Die mag das viel lieber, als die von mir immer wieder liebevoll ausgesuchten Kleinigkeiten. Also, fertig gekauft. Die drei Fragezeichen. Dadurch, dass ich ja mehrere Kinder habe, bin ich auch schon auf verschiedene Editionen von den nostalgischen Kalendern gekommen. Dieses Jahr gibt es für den Großen nostalgische Süßigkeiten. Vor 2 Jahren hatte ich Sachen aus der DDR, kannte er gar nicht, fand er cool, fand ich auch cool. Für meine Freundin, für die ich tatsächlich immer noch gerne bastel, weil die sich nämlich darüber freut, sie hat das irgendwann ins Leben gerufen, natürlich wieder verwendbare Säckchen, selber genäht und selber gestempelt. Den kriege ich jedes Jahr von ihr gefüllt und ich habe das auch gemacht. Ich kann ja nicht nähen, deshalb habe ich fertig gekaufte Tütchen genommen. Also doch einmal gebastelt. Die gibt es inzwischen tatsächlich zu 100 verschiedenen Farben und so weiter. Ich habe dann immer die Tütchen befüllt, gestempelt und so weiter. Dieses Jahr nein. Ich hoffe, sie ist nicht enttäuscht. Dieses Jahr gibt es den Saatgutkalender. Und ich war nicht faul. Ich hatte erst überlegt, ob ich die wirklich alle einzeln bestelle. Aber der war schon so toll vorbereitet, dass ich gedacht habe, den bestelle ich einfach fertig und hänge ihn irgendwo noch auf. Und vielleicht als kleiner Hinweis für uns Frauen, die wir mehr Sinn für Schönheit haben als ich generell. Da auf der Fensterbank ist der Kalender vom letzten Jahr, den ich mir selber geschenkt habe. Und sehr zum Leidwesen meiner Tochter einfach nicht ausgepackt habe das ganze Jahr. Ich habe ihn nämlich als Deko stehen lassen. Inzwischen ist er leer, aber er kann wieder befüllt werden. Besser geht's eigentlich nicht. Und mein Lieblingskalender. Das war der Kalender, den meine Kinder vor 2 Jahren für mich gemacht haben. Und wie man sieht, auch das absolut wiederverwendbar. Kommt sofort in den Rahmen, nachdem ich alle Türchen abgemacht habe und mich die ganze Zeit selig lächelnd darüber gefreut habe. Und jetzt habe ich ein schönes Bild. Ja, ich finde, das war eine Riesenauswahl. Basteln über 50, weiß ich jetzt nicht, ob wir das wirklich noch brauchen. Also einfach mal gucken, ein bisschen stöbern, irgendwas Originelles finden. Und ich finde, da gibt es genug. Und das ist total irrelevant, total bescheuert. Egal, du bleibst einfach drauf.